Wir leben Wrestling. Klage gegen WWE. Die Shareholder Ryan Mayholtz und Melvin Klein haben am 24. April eine Klage gegen WWE, Vince McMahon, Stephanie McMahon, Triple H und andere Offizielle der Firma erhoben. Der Grund? Verschwenderischer Umgang mit Unternehmensvermögen, falsche Statements, keine Mitteilung über nachteilige Tatsachen, Irreführung der Öffentlichkeit, Verkaufen der eigenen Aktien zu überhöhten Preisen und weitere Punkte. In der Klage geht es auch um WWEs Deal mit Saudi-Arabien und den aufgetretenen Komplikationen. So haben WWE-Offizielle ihre Aktien schon verkauft, bevor sie Komplikationen mitteilten, um ihren Verlust zu verringern. Es ist nicht die erste Klage dieser Art, die gegen WWE erhoben wird. Schon Anfang April hatten zwei Shareholder gegen WWE geklagt. Raw-Quote rauscht auf Rekordtief. In dieser Woche sahen im Schnitt 1,82 Millionen Zuschauer die vorletzte Ausgabe von Money in the Bank. Es ist die zweitniedrigste Raw-Quote aller Zeiten. Nur die Weihnachtsausgabe von 2018 erzielte mit 1,78 Millionen Zuschauern schlechtere Werte. Die aktuelle Raw-Ausgabe stellte damit allerdings den Rekord für die schlechteste Quote für eine Show auf, die nicht an einem Feiertag lief. Weitere WWE-Shows verschoben. Die vom März auf den Juni verschobene WWE-Live-Show im Madison Square Garden wurde abgesagt, ein neues Datum wurde dieses Mal aber nicht angegeben. Auch eine SmackDown-Ausgabe im August in Washington wurde abgesagt, diese soll nun theoretisch als Monday Night Raw am 21. September stattfinden. Dass im September aber wieder Veranstaltungen vor Publikum stattfinden, gilt derzeit als unwahrscheinlich. Marty Scurll über Ring of Honor und AEW. In einem Podcast sprach Ring of Honor Headbooker Marty Scurll über die Möglichkeit einer Zusammenarbeit mit All Elite Wrestling. Er schloss diese nicht aus und sprach über seine sehr gute Beziehung zu den Young Bucks. Er würde sehr gern mit ihnen zusammenarbeiten und hätte nichts gegen eine Kooperation der beiden Promotions einzuwenden. Cody erteilt gefeuertem WWE-Star Absage. In einem Instagram Q&A fragte ein Fan AEW EVP Cody Rhodes, ob er sich vorstellen kann, Heath Slater bei All Elite Wrestling unter Vertrag zu nehmen. Cody beantwortete die Frage mit einem kurzen, aber sehr deutlichen Nein. Alle wichtigen Entwicklungen und Ergebnisse in der Diskussion, das gibt's bei uns auf dem Spotfight Podcast Kanal. Reviews und Wrestling Talks zu Raw, SmackDown, All Elite Wrestling und vieles mehr. Klickt gern mal rüber.